Hi, ich bin Art von Arts Garten und heute geht es um das Thema Wachteln, wie du wahrscheinlich schon im Titel gesehen hast. Und wie bekanntlich haben einige Wachtelküken diese Spreizbeine, das heißt die Beine gehen auseinander, die können die nicht zusammenhalten, das Laufen fällt sehr schwierig. Und es gibt diverse Anleitungen auf YouTube oder im Internet, wie man diese Spreizbeine bekämpfen kann. Ich hatte dann zum Beispiel ausprobiert, das mit Klebeband, um die Beine zu wickeln, dass die nicht auseinanderrutschen können, aber die halt so ein bisschen laufen können, weil die so extrem klein sind und ich da auch keine Übung drin habe oder was weiß ich. Und dann habe ich mir gedacht, was ist denn, wenn man die auf einen Boden setzt, wo die nicht wegrutschen können? Das heißt, ich habe die auf einen Gitterboden gesetzt und siehe da, die konnten ganz normal laufen. Also ich glaube, so einfach ist die Lösung gegen dieses Problem. Und ja, es hat einfach super geklappt bei mir. Jetzt werde ich die Tage nochmal einen Versuch starten. Ich brüte gerade weitere Eier aus. Und wenn das gut klappt, werde ich das Video auf jeden Fall hochladen. Weil das ist einfach eine mega gute Lösung. Jetzt am Ende, nach 6 Wochen, als die Wachteln ausgewachsen waren, ich musste keine einzige erlösen. Keine einzige hatte irgendwie Probleme beim Laufen. Also es hat super, super geklappt. Ich glaube 4 Stück von 25 oder 30 hatten diese Spreizbeine. Ich habe die auf dieses Gitter gesetzt und bei allen war es weg. Ich zeig mal ganz kurz, was ich von diesen Aufnahmen noch über habe. Vielleicht sieht man das da ein bisschen drauf. Damit ich euch zeigen kann, dass die Küken keine Spreizbeine haben hier drinne. Man sieht, die flitzen ganz normal rum, auch das Braune hier. Wo ich diese, es fliegt sogar, wo ich diese Klebesache gemacht habe. Das nehme ich jetzt mal raus, setze das hier auf den Boden. Das ist heftig. Da sieht man es ein bisschen. Also der Boden ist jetzt natürlich auch glatt. Aber die Spreizbeine sind so gut wie weg. Ich finde das echt unglaublich, weil ich wollte das Küken wirklich erlösen, oder die zwei mit Spreizbein. Und jetzt läuft es ganz normal wieder rum. Also ich werde die jetzt noch länger auf dem Gitterboden lassen, nicht hier drin, ich werde gleich was bauen, aber dass die auf so diesem Gitterboden leben, anders als die anderen auf Zeitung, was man natürlich gut sauber machen kann. Aber die lasse ich auf diesem Gitterboden leben, weil dann entwickeln sich die Muskeln anscheinend ganz normal und die Spreizbeine sind einfach weg. Ich glaube, das ist die optimale Lösung, um bei Wachteln die Spreizbeine zu behandeln. Da muss man gar nicht irgendwie so zusammenknoten wie bei dem, wo jetzt noch Klebereste dran kleben, womit man die nur quält und die anderen da reinpicken und so. So ist das viel, viel besser. Eine ganz kurze Werbeunterbrechung, und zwar habe ich hier meine erste eigene selbstgeschriebene Gartenzeitschrift. Alles in Eigenregie entstanden. Pro Zeitschrift wird 50 Cent gespendet an die Wildtierhilfe Viel. Wenn ihr dieses Exemplar lesen wollt, mit ganz vielen tollen und spannenden Artikeln von anderen Garten-YouTubern auch, könnt ihr dies gerne machen, indem ihr unten in der Videobeschreibung auf den Link klickt, die bestellt für 5,90 €. Und ja, jetzt soll es schon direkt weitergehen mit dem Video. 2, 3 oder 4 Tage später. Man sieht, die Wachteln entwickeln sich prächtig. Die haben kein einziges Problem mehr mit ihren Beinchen. Also das ist wirklich unglaublich. Man sieht, ich habe das Gitter einfach reingelegt über die Zeitung, über Seva, damit ich darunter die dann einfach austauschen kann. Und ja, man sieht, die laufen flink rum, hüpfen sogar. Also wirklich, das ist unglaublich. Die Spreizbeine sind weg. Das ist heftig, ich hatte Wachteln vorher noch nie selber aufgezogen. Ich hatte nur damals mal welche Legereif gekauft. Und ja, die sind so schnell gewachsen. Also nach 5 Wochen, sagt man ja ungefähr, sind die ausgewachsen. Und also das ist wirklich unglaublich, was für ein Wachstumstempo die haben. Deswegen braucht man auch spezielles Kükenfutter, damit die alle wichtigen Proteine und Nährstoffe und so weiter bekommen. Damit die sich nicht, fehlbilden, die Knochen und so weiter. Also wirklich wunderschöne Tiere in verschiedenen Farbtönen. Ein paar weiße, graue, dunkle, also wirklich schön. Das soll es eigentlich
eigentlich schon gewesen sein. Also falls du auch Wachteln ausbrüten möchtest, probier das auf jeden Fall aus, falls welche Spreizbeine haben, bevor du da irgendwas rumexperimentierst mit Bändchen oder was weiß ich, was die Wachteln nur quält, wo die anderen ständig dran picken. Einfach separieren, auf ein Gitter setzen, auf ein feinmaschiges, auf Maschendraht und die werden sich ganz normal entwickeln. Ich glaube, ich habe eine mega gute Lösung dafür gefunden, habe vorher auch noch nirgendwo darüber gelesen. Deswegen teilt gerne dieses Video, teilt eure Meinung mit mir und wir sehen uns wieder. Bis dahin, ciao, ciao.